Nette Ansprache. Sie haben die gesamte Crew inspiriert. Sie wuseln überall herum, um sich auf den großen Showdown vorzubereiten. Sie aber offensichtlich nicht. Sie inspirieren mich, Ryder. Auf eine Weise, die sogar mich selbst überrascht. Ich habe überall Rel'Tec umfunktioniert und Pock ist aufgemotzt und einsatzbereit. Wir sorgen schon dafür, dass sie die Sache heil überstehen. Ich mag's nicht, sie leiden zu sehen. Und so wie es aussieht, ist das Interfacing mit den Relikten ohne Sam schmerzhaft. Extrem schmerzhaft. Ohne sie wäre es noch deutlich schmerzhafter. Ich lasse Ihnen das Gesülze mal durchgehen. Wenn das hier vorbei ist, will ich nämlich einen Kuss. Nur einen Kuss? Oh, ich mag es, wenn Sie gierig werden. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Diese Waffe. Sie hat Leben erschaffen. Und doch sehe nur ich ihr wahres Potenzial. Und kann es sogar nutzen. Durch dich. Ich sah dich von meinem Schiff aus, im Gedächtnis des Pathfinders. Du hast ein Implantat und die Verbindung. Diese Verbindung bringt mir Meridian. Dann wird sich Helios beugen oder brennen. Vergessen Sie's. Mein Bruder wird sie aufhalten. Das werden wir bald wissen, denn dein Pathfinder ist bereits hier. Trotzt weiterhin deinen Einschränkungen. Beeindruckend. Geht's dir gut? Er spinnt. Wenn wir uns nicht beugen, wird er mit Meridian alle töten. Deshalb wollte er mich und Sam... Falls das ist, müsste ich mich schuldig fühlen. Der Aufstieg ist ein Geschenk. Wer das nicht erkennt, verdient den Tod. Du beherrschst die Relikte noch, aber es begann mit Sam und dem Implantat. Ich habe beides. Ich brauche dich nicht mehr, Pathfinder. Aber da du dich weiter einmischen willst, werde ich mich mit dir befassen. Wir schaffen das schon. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen Deckung. Bleib beim Relikt. Das heißt, wir sitzen in der Klemme. Ryder? Ryder! Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Wir müssen aufhören, wegzulaufen. Wir müssen sie nutzen. Kerl, wie nah können sie an der Geißel vorbeifliegen? Zu nah? Warum? Mir ist klar geworden, dass die Relikte unsere Chance auf einen Sieg anziehen. Mein Vater hat mal was gesagt. Vergessen Sie es. Bringen Sie uns einfach nah ran und vertrauen Sie mir. Ich war noch nie so froh, dieses Ding zu sehen. Rufen Sie die Hyperion. Ihre Flotte ist beschäftigt, Archon. Und mit der Hyperion entkommen Sie mir nicht. Das war's. Die Sache ist gelaufen. Nun denn, du lässt mir keine Wahl. Im Gegensatz zu dir und dem Pathfinder brauche ich den Implantat. Ich habe deines. Du hast es deutlich schwerer gemacht, Pathfinder. Aber nicht mir. Suvi, was ist das? Ein Wunder.
Kinder? Sorry, Gravitationsumkehr. Nicht sehen. Bestimme den Kurs anhand der letzten Position. Sie ist nicht für Landungen gebaut. Wir schaffen das. Auch wenn's hart wird. Wo auch immer der Archon untertaucht, dort ist unser Ziel. Abwurf in 5, 4, 3. Heilige. Pathfinder, ich habe eine kleine Ablenkung für dich vorbereitet. Pathfinder, Ihre Navigationssysteme sind ausgefallen. Deshalb haben wir sie verloren. Wie es aussieht, fliegt sie nur noch mit Steuertriebwerken. Der Archon setzt darauf, dass wir ihn nicht verfolgen, solange die Arche in Gefahr ist. Wir werden die Hyperion beschützen. Kandros, wen haben Sie bei sich? Die Einladung galt doch für alle, oder? Außer natürlich, Sie wollen keine Hilfe von Kadara. Wir halten die Kette auf. Schnappen Sie sich Meridian. Okay, suchen wir den Archon. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda hier auf Meridian. Oh ja, und wie ihr seht, geht's hier schon ordentlich zu. Und ich habe noch so ein Scheißvieh gesehen, was ich zuerst für einen Reaper gehalten habe. War kein Reaper. Aber okay, im letzten Part haben wir schon mal bis hierhin mit Archon uns angelegt. Und jetzt gilt es noch, die Mission hier zu Ende zu führen. Hier in Meridian. Mal schauen, wie das hier so wird. Alali! Was gibt's denn hier? Wow! Alle sind mit am Start, bis auf irgendwie Drag, aber der kommt sicher auch noch. Heilige Scheiße, sieht das geil aus. Ich fahre extra teilweise langsamer, wenn die sprechen, damit wir eben alles hören. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und falls ihr jetzt hier seid wegen den Anfängen der letzten zwei Folgen, das soll einfach das Ende einleiten und die geilen Szenen nochmal Revue passieren lassen. Er hat sie entführt. Captain Dunn? Der Kern leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, aber Sam ist verstummt. Ich glaube, der Archon... Scheiße, ich weiß nicht, was er getan hat. Aber er hat Sarah, wozu auch immer Meridian fähig ist. Er wird versuchen, es unter seine Kontrolle zu bringen. Konzentrieren Sie sich einfach aufs Fliegen. Ich werde Sie schon finden. Okay. Sag nicht, am Schluss muss ich mich entscheiden zwischen Sarah oder diesem Scheiß hier. Sonst kotze ich im Strahl, Was ist denn das eigentlich? Irgendwas, was wir noch nicht benutzen können. Aber ja, genau, das Ding. Kommt das hier noch runter, oder... Wann möchte es sich mit uns anlegen? Das ist die Frage. Du kleiner Hundesohn. Hart Steuerbord, volle Kraft. Das hat sich nicht gut angehört, Ryder. Wir müssen weiter, na los. Machen wir auch, keine Sorge. Können wir Meridian auch so dann noch erkunden, oder wie? Das ist nicht die Hyperion. Die Cat postieren Truppen, um den Archon zu beschützen. Mischen Sie sich unter sie. Das sind ja noch mehr solche Dinger. Aber mal im Ernst, was sollen wir machen? Er hat recht. Wenn sie zwischen ihren Bodentruppen sind, kann das große Schiff nicht auf sie feuern. Ich schätze, wir haben wohl keine Wahl. Ich hoffe, dass wir keine andere Wahl haben. Heilige Mutter Maria, auf was steuern wir hier zu? Auf unseren Untergang? Reaper 2.0? Wer weiß. Hier sind auf jeden Fall Achtung, Sie kommen jede in Menge Relikte. Sie sollten besser den Kopf einziehen.
Ich orte vor Ihnen einige Bauwerke, Pathfinder, und gewaltige Energiesignaturen. Ich bin zwar kein Sam, aber das muss irgendeine Art Steuerung sein. Okay. Gehen wir der Sache nach. Und falls ihr euch wundert, warum ich andere Kleidung anhabe, weil ich sie gewechselt habe noch. Die habe ich auch vergessen zu wechseln. Deswegen war es auch noch gut, habe ich neu geladen, die Mission. Dann bekämpfen wir sie eben von Angesicht zu Angesicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass er die Kontrolle über diesen Ort übernimmt. Auf jeden Fall. Der Archon muss schon drin sein. Er wird Sarah benutzen, um Meridian zu einer Waffe zu machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja, definitiv nicht. Oh, was ist denn das bitte? Also, ich weiß ja nicht, aber... Schadet das denen überhaupt? Ja, vor allem den treffe ich überhaupt. Ja, so wie ich verschieße, nie. Aber gut, wenn ich mal treffe, dann tut's ordentlich weh. So. Wundervoll. Sorry, gut ausgerüstet. Was heißt das? Was ist das für ein Achievement? Erledigen Sie einen Gegner mit einem Rang 5 Waffe oder rüsten Sie einen Rang 10 Waffe aus MP. Aha. Also gibt's auch hier wieder 10 Ränge. Wird interessant. Nur, ihr habt meinen Sam geklaut und meine Schwester. Das gibt ordentlich was aufs Fressbrett. Muss ich hier lang nur? Kein Problem. Ich switch mal wieder. Cat-Landungsschiff. Achtung! Unsere eigene Verstärkung ist vor Ort, Pathfinder. Der Widerstand unterstützt sie. Kedera ist auch hier. Vergessen Sie das nicht. Okay. Kedera ist auch hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ja wirklich heftig, die Waffe. Wenn es hier noch Munitionsscheiße gibt, tun die mir schon fast leid. Oh. Meine Jungs. Aber sie ist ziemlich ungenau. Das große Catschiff kommt zurück. Okay. Bleiben Sie auf Kurs. Wir können hier unten nichts tun. Ich glaube, es dreht ab. Das wird interessant. Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ihr seid hier im falschen Film hier. Tschüssi. Das könnt ihr mir gerne geben. Mehrere Gruppen greifen in den Kampf ein. Jetzt heißt's alles oder nichts. Jo, heißt's. Ich bin sowas von bereit. Sag nix, ich auch. Das ist ja besser als der Rat auf der Citadel. Die machen ja mal was. Ihr Kampf findet da drinnen statt, Pathfinder. Wir beschützen die Hyperion. Schnappen Sie sich den Archon. Verstanden, Pathfinder. Okay. Da bin ich aber gespannt. Sagt ihr noch was? Ich hoffe nicht.
Denn jetzt geht's der Tasche runter oder so. Tempest, wir folgen dem Archon und gehen rein. Ich übermittle den Plan an alle nach ihnen. Wow, Energiespitze! Der Archon macht irgendwas da drin. In Bereitschaft. Sarah braucht vielleicht medizinische Hilfe. Okay. Wo sind wir hier? Wir sind ja jetzt hier wieder irgendwo anders. Das heißt, Behälter zu looten gibt's hier wieder. Universal-Halbleiter. Sehr gut. Also ich muss definitiv gestehen, wenn man das auf Wahnsinn spielt, also mit Sarah, das wird ziemlich unschön. Ist klar. Ich glaube, es hackt, Kollege. Und ich habe irgendwie die Hälfte meines Lebens verloren gerade. Wir vertreiben sie überall. Wir schaffen es. Ja, nur bringt es uns nichts, falls der Archon die Kontrolle übernimmt und Welten vernichtet. Daran habe ich die ganze Zeit gedacht. Aha. Bringt mir nur gerade gar nichts. Aha. Da wird geschossen. Gegen wen, auf was und warum? Sind da Cat oder Relikte? Oh. Setzen alle verfügbaren Kräfte ein, Pathfinder. Das stimmt nicht ganz. Sparen Sie sich Ihre Pedanterie für die Siegesfeier. Seid ihr doch, da kommen noch mehr. Greifen an. Achtung, können wir sie aufhalten? So, mal schauen, inwiefern das wirkt. So, komm, weg mit euch. Sollen Sie das mal einatmen? Wow, wundervoll. Wir sind zu wenige Pathfinder. Wir riskieren nur Ablenkung zu sein, aber keine Hilfe. Verstanden. Landungsschiffe im Anflug. Wir auch. Können wir Unterstützung leisten? Ich habe die Simulation durchgeführt. Zielerfassung wie angegeben. Ich repräsentiere Neu-Tuchanka. Los geht's. Wir sind nicht in der Position, um uns mit Landungsschiffen anzulegen, Pathfinder. Wir machen das schon. Passen Sie auf sich auf. Wir haben es geschafft. Müssen uns aber neu formieren. Machen Sie weiter, Pathfinder. Wir stärken Ihnen den Rücken. Finde ich ja schön, wenn ihr mir den Rücken stärkt. Aber ich habe gerade bemerkt, dass... Oh Mann, meine Fähigkeiten sind nicht brauchbar. So, dass die Schockwelle hier gerade für den Arsch ist... Deswegen würde ich mal sagen, hau ich die Singularität rein. Wird mir sicher auch einiges mehr helfen. Vor allem, wenn solche Gruppen mich gerade angreifen. Na dann. Ich brauche Platz zum Atmen. Zu mir. Ich schulde Ihrem Pathfinder etwas und ich begleiche meine Schulden. Erstelle mathematische Profile. Ich greife zuerst an. Kommt nicht in Frage. Dann gemeinsam. Konzentration, Leute. Wir müssen Ryder arbeiten lassen. Ihr seid die geilsten, Mann. Aber kämpft nicht gegeneinander, diese Mann. Diese scheinen nicht tragend zu sein. Ist das alles Meridian? Wir dachten, die Geißel würde andere Planeten verbergen. Aber wie viele davon haben wohl eine Verbindung mit diesem Ort? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Sehr geil. Jetzt außen mal lang in diesem Fall. Es ist immer noch echt geil, wie sie das gemacht haben hier. Wie sich die Brücke hier aufbaut.
Hier hat es ein Interface. Sehr schön. Gibt's hier noch was mitzunehmen? Yo. E-Zero Schaltkreise. Nehmen wir die doch auch mal mit. Leben auffüllen, falls nötig. Ist auf der anderen Seite das Munitionsgedöns? Nö. Ist klar. Der Pathfinder kommt. Für die Zukunft erkennt. Wir erledigen sie hier. Entwicklung. Ist klar. Wir haben eine Schuld zu begleichen. Wir sind an ihrer Seite. Das freut mich sehr. Sorgen wir dafür, dass die Cats sich nicht freuen. Ja, definitiv. Definitiv, also die Singularität ist echt genial. So. So, danke. Wundervoll. Ich liebe meine neue Waffe. Die ist so stark. Schade, hab ich die nicht im Multiplayer. So. So, danke und bumm. So, der ist weg. Gibt's hier irgendwo Muni zu nehmen? Gut gemacht. Bleiben Sie beim Pathfinder, bis der Bereich gesichert ist. Ja, super. Und ich habe einfach fast keine Munition mehr für die geile Waffe. Bitte nicht. Ach, hier kriege ich schon wieder Muni. Ist das genial. Dann habe ich nichts gesagt. Weiter geht's. Pathfinder, massive Systemausfälle auf der Hyperion. Verdammt. Dann können wir irgendetwas tun. Ja, gehen Sie aus dem Weg. Wir stürzen ab. Hier spricht der Captain. Alle in die Kryo. Los! 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 Ich leite sämtliche Energie in die Dämpfer der Krankenstation. Das ist unsere einzige Chance. Ich kann die Brücke biotisch abschirmen, muss nur nah genug ran. Die Schläfer haben Priorität. Festhalten! Es war mir eine Ehre. Go! Captain Dunn! Ich bin noch hier. Kryokapseln intakt. Danken Sie den Pathfindern von mir. Und legen Sie den Archon um. Ob jetzt das so ganz geil war, bis wir die Archon... Hören alle zu? Diese Landung bedeutet, dass die Menschheit langfristig hier bleibt. Und wir kämpfen ab sofort an unserer Heimatfront. Ich sehe das genauso, Ryder. Sie haben unsere Unterstützung. Pathfinder, Ihnen gebührt die Ehre, diese Nachricht dem Archon zu überbringen. Danke, werde ich auch auf jeden Fall auch die machen. Die ersten Ketten nach der Hyperion. Sie müssen bezahlen. Sie haben es verdient. Auf jeden Fall. Das wollte ich gerade sagen. Ihr Schiff ist abgestürzt, Pathfinder. Sammlung und Aufstieg sind dadurch sehr viel einfacher. Aber nicht für Sie. Sie werden unser Geschenk niemals erhalten. Der Archon verlangt, dass Sie hier sterben. Ist mir egal. Nee. Wir machen uns jetzt an die Sicherung der Systeme, der Archon. Ey, wie viele wollen jetzt noch dazwischen quatschen? Darf ich jetzt? Seien Sie vorsichtig. Es war ein langer Flug. Ja, definitiv. Nee, weil jetzt sind wir hier gestrandet, Mann. Ist jetzt Meridian unser neues Zuhause? Ich hoffe mal, in diesem Sinne nicht. Aber gut. Weil habt ihr die Relikte alle gesehen?
habe keinen Bock, alle zu besiegen. Direkt in den Generator. Ich habe keinen Bock, alle zu schreddern. Echt mal. Habt ihr gesehen? Das war ziemlich zu viel des Guten, Freunde. Och, da ist ja noch einer. Zuerst mal so, dann so. Und dann Wunderbärchen. Das zieht ihn auch noch ein wenig ab. So, das war's. Wundervoll. Und noch eine Explosion ganz am Ende. Das habe ich so eingestellt. So, mach Bomb. Inklusive da. Yes. Au. Das tut doch weh, Kollege. So. So. Das tut weh, ne? Scheiße. Ja, Singularität ist immer noch gleich stark wie damals. Tut mir fast schon in der Seele weh. Wir liegen hier vor Anker, Pathfinder. Es wäre besser, wenn sie nicht tot sind. Wir haben ihnen die Zähne eingeschlagen, falls sie welche hatten. Wir bleiben hier. Nächster Halt, der Archon. Ist doch gut. So mag ich das. Und ich vermute ja immer dort oben, immerhin, du hast zum Glück, gehe ich immer hochgucken. Keine Sorge, dieser Schacht ist nicht tief genug, um die Außenhülle zu durchstoßen. Wir werden's rausfinden. Das hoffe ich doch. What the fuck, wo sind wir denn hier? Meine Fresse. Los, sichert die adaptive Matrix. Klingt nicht wie Spott. Warum überträgt er das? Er ist in Sarahs Kopf. Wir sind verbunden. Na warte. Das gibt auf die Fresse. Wer meint eigentlich, wer der ist? Ihr wollt wirklich gegen mich antreten? Ein Relikt, aber es greift nicht an. Gut. Was soll das? Will es uns den Weg zeigen, wie die Türen? Das kann nicht der Archon sein. Nein. Haben das alle gesehen? Türen, die sich schließen? Winkt der Archon uns dazu, diesen Weg zu nehmen? Wer sollte es sonst sein? Vielleicht die KI, die hier drinne lebt? Wie ein Sam? Irgend so eine proteanische VI? Noch mehr Türen. Vielleicht hat Sarah einen Weg gefunden, uns zu helfen. Ryder, die Benutzung von Relikten fügt Ihnen Schmerzen zu. Ja, und? Irgendwie müssen wir da durch. Was erfahren wir hier noch? Bereite die erneute kortikale Analyse vor. Raus aus meinem Kopf! Du bist ohne Bedeutung. Ich werde deine Verbindung benutzen. Verdammt! Der verhurte Pisser, mach das nicht nochmal, ich sag's dir. Für jeden... Das ist beunruhigend. Warum? Unsere Heimat ist auf der Oberfläche geparkt. Wir können jetzt nicht aufhören. Was bleibt uns für eine Wahl? Gehen wir. Ja, schon. Nee, aber wenn... Für jedes Schreichen, was meine Schwester los... bringt, wird der Gute büßen. Das schwör ich. Sehen Sie sich das alles an. Es ist überwältigend. Oh mein. Jetzt ist es passiert. Ich bin sprachlos. Fühlt sich irgendwie vertraut an. Ist das richtig? Das macht mich nervös. Wir können nicht zulassen, dass der Archon das bekommt. Touchdown. Und vor uns? Das Kontrollzentrum von Meridian hatte auch lange genug gedauert. Mir kam es länger vor. Heiliger Meter. Das sieht aus wie in Mass Effect 3. Auf der Citadel. Bereit, Pathfinder?
Es ist ein Tor zu allem, was wir wollten. Ich war noch nie so bereit. Ich bin dabei. Finde ich doch super, wenn alle dabei sind. Machen wir doch. Du bist hier. Deine Auflehnung gegen mich wird langsam lästig, Pathfinder. Hey Scott, da bist du ja. Wie fühlst du dich, Sarah? Geht schon. Aber dein Job ist echt schmerzhaft. Es war tapfer, aber sinnlos. Deine Verbindung nützt mir. Es funktioniert so. Der Verstand wird auf die Denkweise der Reliktschöpfer eingestimmt. Was schmerzhaft ist. Aber diese Bürde überlasse ich dir. Viridian behalte ich trotzdem. Ich werde übertreffen, was du zu sein vorgibst. Dafür wird ihnen keine Zeit mehr bleiben. Sie übertreffen niemanden, Archon. Ihr lernt durch Zufälle. Ich bin der genetische Erbe. Tausender Spezies. Zeigt keine Gnade. Tötet sie. Das soll wohl ein Scherz sein, ne? Und jetzt noch eine Barriere hinklatschen, oder wie? Er nutzt immer noch Sarahs Implantat. Der Energiefluss ist gewaltig. Können Sie das überleben? Mich interessiert nur eine von Ihnen. König der Ältesten. Ey, dein Ernst gerade. So. Das war's. Oh nein, 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 nein. Scheiße, er hat Zugang. Ich sehe das Netzwerk. Sie waren Architekten des Lebens. Du hast nichts befehligt. Dank mir ist der Cluster für tausende bewohnbar. Nein. Du hast alle in den Tod geführt. Genau, ein Architekt. Da flogen massig Architekten rum und die mag ich nicht alle runterholen. Es reicht schon der gerade. Scott, der Archon nimmt zu viel Energie auf. Kann grad nicht. Sie wird direkt durch ihn geleitet. Schalt die Interfaces ab. Nimm ihm den Zugang. So kannst du ihm Meridian entreißen. Wir gehen clever vor. Ja, es ist schmerzhaft, aber leite mich zu den Interfaces. Haben das alle mitgekriegt? Wir legen den Archon still. Okay. Das wird Sarah, lustig. Wo muss ich hin? Ich hab dir den Nordpunkt einer seiner primären Energiequellen markiert. Du musst sie erreichen. Ich werde versuchen, sie freizulegen, damit du darauf zugreifen kannst. Und beeil dich! Ich habe genug. Es endet jetzt und hier. Machen Sie sie fertig, während wir vorrücken. Nicht anhalten! Ich habe dich längst übertroffen. Du bist erbärmlich. Die Relikte. Du hast gar nichts übertroffen. Sorry.
Den Strich muss ich dir ziehen, Kollege. Der Nachtpunkt liegt vor uns. Radieren Sie sie. So, wow, hier sind ja noch mehr. Sehr gut. Oh, hi. Muss ich den auch noch killen? Das hier ist erst der Anfang, Pathfinder. Alles, was du liebst, wird brennen. Ja, ja. Das sagen sie immer. Und am Schluss passiert nichts. Du bist zu weit gegangen. Ich hab nicht so viel Übung wie du. Jetzt bezahlst du dafür. Ich helfe Ihnen. Sam? Ich bin immer noch eingeschränkt. Aber je mehr Relikte sie zerstören, desto stärker wird der Archon abgelenkt. Okay. Position halten, Relikte zerstören. Das kriege ich hin. Sam, irgendeine Schwachstelle? Der gepackt. Ich werde dich mit deinen eigenen Spielzeugen zerschmettern. Ihrer Seite. Unterbrech nicht die Scheiß Durchsagen, ja. Das finde ich sonst scheiße. Ja, ist klar. Und das Ding schießt auch noch auf uns. Relikte, wir brauchen jetzt mir. Mir! Nee. Das tut zwar weh, aber ist egal. Meine Schwester muss mehr Schmerzen aushalten. Deswegen kann ich da auch mal sehr gut Schmerzen aushalten. So. Ich hab's freigelegt. Und schalte es ab. Bin dran. Und jetzt rüber. Das Energierelikt. Der Nahtpunkt ist hinter einem Abgrund. Wir brauchen eine Brücke. Ich versuch's, aber... Such nach einem Interface. Alles klar. Wo ist ein Interface? Wir müssen uns zu dem Energierelais durchkämpfen. Hier hat's ein Energierelais, aber... Ich muss gerade mal so... So, danke. Tschüss. Geschafft. Ich bin auf dem Weg zum Relais. Ich werde diese Beleidigung nicht länger hinnehmen. Ja, ja, du bist eine Beleidigung, Kollege. Ich sag's dir. Und eine übelste Bedrohung meinerseits. Ist klar, und jetzt kommen noch ihr Bastarde. Wir müssen uns zu dem Energierelais durchkämpfen. Wundervoll. Oh Mann. Was, meine gesamten Schilde sind im Arsch. Das ist ganz nicht in Ordnung. Deswegen musste ich sie mir kurz zurückholen. Was? Ich ziehe mein Angebot zurück. Welches Angebot? Du hast nie eins unterbreitet, Kollege. Du hast nur gesagt, wir müssen machen, sonst sterben wir. Und so macht man das nicht in einer schönen Bürokratie, Mann. Garantiert nicht. Sorry. Jetzt gibt noch ein bisschen Screentime für meine andere. Bleib, wo du bist. Schöne Waffe. Ich versuche, die Plattform hochzufahren. Wenn ihr euch nicht sprechen wollt, wird alles um euch herum brennen. Aber wir dürfen nicht scheitern. Oh, verdammt. So. Danke. Dankeschön. Ey, das tut doch weh, Mann. Wundervoll. Keine Welt, auf der ihr euch verstecken könnt. Ist klar. Und da, na, tut's weh. Ja, mir aber auch, Mann. Jeder Außenposten, jeder Kolonist, jede Welt, die ihr betreten habt, wird... Finde ich aber jetzt unschön. Und diese Waffe finde ich auch unschön. Weil sie viel zu schwach ist. Und ich brauche Leben.
Deine Initiative wird zu Asche verbrennen. Ja, das weiß ich, aber du wirst auch brennen. Wie auch immer. Deine Plattform. Ist das alles unvermeidlich? Dein Widerstand ist dafür verantwortlich. Nee, 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 nee. Hier bist nur du verantwortlich, Kollege. Nein, stirb nicht. Sie müssen sich beeilen, Pathfinder. Die Anstrengung wird zu viel. Oh Gott. Ja, das denke ich. Die ist doch erst aus dem Koma erwacht. Verdammt. Ist klar, und jetzt kommt ihr noch mit sowas. Verzieht euch. Eure Leute werden betteln. Ohne Spaß. Es wird keine Gnade geben. So, verzieht euch. Mal eine Riesenexplosion. Danke. Das war schön. Machen Sie sie fertig, während wir vorrücken. Nicht anhalten! Definitiv. Und jetzt? Hier lang. Wo hat's? Das alles wird in Feuer und Blut enden. Denn noch mehr? Bist du auch normal, oder wie? Oder brauchst du noch mehr auf die Fresse? Ich bin in Reichweite. Leg das Relais frei. Ich versuch, okay. Ich. Es wird sein, als wärt ihr nie nicht hierher gekommen. Als hättet ihr nie existiert. Bleib, wo du bist. Oh Mann. Haben Sie Lust, Schwesterherzchen. Diesen Kampf führen wir nämlich gemeinsam. Oh Gottchen. Will das Ding mich verarschen? Das hier ist dein Werk. Jedes verlorene Leben. So, meinst du? Verrecke, Kollege. Du hast immer noch hier, Freunde. Verzieh dich. Ihr haltet euch für etwas Besonderes? Wir haben unzählige Spezies aufsteigen lassen. Schön für euch. Ich hab's freigelegt. Greif darauf zu und schalte es ab. Okay. Das Relais ist deaktiviert. Wo bringe ich es zu Ende? Eins noch. Nur noch. Sarah! Sarah! Wir haben keine Zeit mehr, Pathfinder. Machen Sie schnell. Oh Mann. Der Nachtpunkt liegt vor uns. Radieren Sie sie aus. Okay. Kann ich den mal ein bisschen irgendwie necken? Weil der ist fast tot, ne? Der lebt nicht mehr lange. Das ist nicht das Ende. Ich habe das Netzwerk. Ja, ja. Und ich habe die Macht, dich zu vernichten. Und die werde ich schamlos benutzen. Diese Macht. Kann ich den mal abknallen? Wäre wunderbar. Der Nachtpunkt liegt vor uns. Radieren Sie sie aus. Oh Mann. Schade, macht er nichts mehr. Ja, gut, angreifen teilweise tut er noch. Aber ansonsten. Ich hätte ihn gerne noch vernichtet. Jedes Gewölbe, jede Welt. Ich werde euch alle auslöschen. Ja. Oh. Das ist vielleicht nicht so gut, die Idee. So.
Meridian ist online. Lächeln, Babe. Sam überträgt das hier und alle sehen zu. Sie wollen eine hübsche Großaufnahme des Helden, der im Alleingang die Galaxie gerettet hat. Und was willst du? Jetzt wissen sie, dass du mir gehörst. Wir haben es geschafft. Das war's jetzt schon, heiliger Meter. Also, da sind jetzt ziemlich viele Fragen offen geblieben. Weiter bitte. Kommt da noch was? Scheint mir ja. Teil 2 incoming, oder? Hey, Sarah. Ich gewöhne mich so sehr daran. Wie lange? Wochen. Aber keine Sorge, du hast nicht viel verpasst. Die Arche und die Schläfer, sind sie in der Sphäre? Ich hoffe, unser Parkplatz gefällt dir. Immerhin ist er unser neues Zuhause. Wenn die Schläfer aufwachen, erwartet sie ein grandioser Ausblick. Wir haben es geschafft, Dad. Was ist mit deinem Implantat und mit Sam? Ich helfe dem Pathfinder wieder bei der Aktivierung von Relikten. Unsere Verbindung wurde in den Normalzustand zurückversetzt. Normal? Du brauchst ihn wieder? Ich nehme die Hilfe an. Mein Hirn hatte sich von innen nach außen gestülpt. Das ist ausgesprochen inakkurat. Es hat sich aber so angefühlt. Nicht wahr, Sarah? Die Anführer der Nexus warten, Pathfinder. Die Pflicht ruft. Lass sie lieber nicht warten. Es hört einfach nicht auf. Okay, es geht nur weiter. Geh
Sieh nur, ich muss mich ausruhen. Okay, das ist unser Quartier. Wo denn? Ist es auf der Hyperion? Mit ihrem Team und Crewmitgliedern sprechen. Machen wir das noch? Ist ein halbwegs grandioses Ende. Halbwegs, nicht ganz. Logbuch, Epilog kommt jetzt noch. Na klar. Den machen wir jetzt natürlich auch noch. Und wir sind wenigstens jetzt nach dieser Katastrophe noch am Rumwatscheln. Finde ich nicht schlecht. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Ebenso wenig wie Ihre. Und genau das ist doch der springende Punkt, oder? Pathfinder, Sie sind spät dran. Na toll. Ich rette den Cluster und schon wartet wieder neue Arbeit auf mich. Ich verstehe, dass es Ihnen so vorkommen muss. Aber ohne Sie wäre das hier nicht möglich. Die Außenposten werden zu Kolonien, weshalb der Cluster jemanden braucht, der für ihn spricht. Einen echten Rat. Und obwohl ich persönlich es für verfrüht halte, müssen wir einen Interimsbotschafter benennen, der sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmert. Oder genauer gesagt, Sie müssen jemanden benennen. Einen Interimsbotschafter? Wofür und für wen? Für die Nexus. Das endgültige Ziel war immer ein galaktischer Rat, aber Meridian hat die Dinge beschleunigt. Eine Arche ist gelandet. Die Gewölbe könnten die Außenposten autark machen. Und es steht uns nicht zu, für ein souveränes angaranisches Volk zu sprechen. Ein Interimsbotschafter würde sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmern, bis Wahlen abgehalten werden und wir alle zurücktreten können. Sobald die Zeit dafür reif ist. Nicht, dass ich keine schwierigen Entscheidungen treffen könnte, aber wieso bürden Sie sie mir auf? Weil sie rechtmäßig sein muss. Wir können den Angara keine Wahl aufzwingen. Ebenso wenig wie Kedera oder Eladen. Das ist unmöglich. Aber Sie haben sich für alle einsetzt. Wenn Sie also jemanden unterstützen, werden zwar vielleicht nicht alle mit ihm einverstanden sein, ihn aber zumindest akzeptieren. Jemand, der für ganz Helios spricht. Ich schlage Pathfinder Hager vor. Normalerweise würde ich für Sie plädieren, nur könnte dadurch der Eindruck entstehen, Sie hätten den Archon getötet, um sich selbst eine Machtposition zu sichern. Deshalb Hager. So würden diese Position und die Kontrolle über die zeitlichen Abläufe innerhalb der Nexus-Familie bleiben. Wir müssen die Angara an diesem Prozess teilhaben lassen. Sie haben ein Recht darauf. Außerdem würde die Moschei dazu beitragen, die Beziehungen zwischen uns zu festigen. Dank ihrer Aktion gegen die Rokar besteht bereits eine enge Partnerschaft zwischen uns. Ein Grund mehr, uns auf unsere eigenen Probleme zu konzentrieren. Wenn wir Stabilität wollen, sollten wir vielleicht dafür sorgen, dass die Kroganer bei uns bleiben. Wie wäre es, wenn wir uns für Mordor entscheiden? Haben Sie den Verstand verloren? Das ist auf jeden Fall unorthodox. Ich habe das Gefühl, die ursprüngliche Absicht war es, diese Macht in die Hände der Außenposten zu legen. Und August Bradley hat sich als Anführer bewiesen. In einem deutlich kleineren Rahmen. Er hat Eos relativ stabil gehalten. Und das ohne militärische Präsenz. Meridian bedeutet nicht, dass wir hier fertig sind. Die Cats sind immer noch da draußen. Ein Pathfinder ist die naheliegende Wahl, um uns Stabilität zu bringen. Aber nicht, um die Macht neu zu verteilen. Es wäre derselbe alte Scheiß wie immer. Wenn wir Helios als Zuhause betrachten wollen, müssen wir anerkennen, wessen Heimat es ist. Ich werde niemanden benennen. Wir werden die Moschei bitten, als Interimsbotschafterin zu fungieren. Es ist der Eröffnungstag von Meridian und wir geben so viel Macht ab. Genau darum geht es doch, Sie kolonialistischer Holzkopf. Geht es Sarah besser? Gut. Und was diese Entscheidung betrifft, die Politik und das Protokoll, das ist nicht das, worum es bei ihrem Sieg ging. Das Leben bietet so viel mehr als das hier. So. Aha. Was machen die da oben? Haben die Party oder so? Na dann. Hast du jetzt noch was?
Geh nur. Ich muss mich ausruhen. Okay. Dann sprechen wir jetzt noch mit den Leuten, Sam Cairn. Die Systeme der Hyperion sind noch nicht vollständig integriert. Unser Sam Cairn wird erst bei einem späteren Besuch Meridians zugänglich sein. Aha, dann geht's noch weiter. Dala, was Hyperion? Ja, Freunde, dann gibt's wohl doch noch einen Part. Und zwar mit dem Epilog und den ganzen Epilog-Gedöns. Das wird auf jeden Fall auch noch schnieke. Was wir dort noch erleben, falls ihr da noch dabei sein wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Tüdelö.